Hallo, ich bin der Ulrich Schmitz, Psychologe aus Köln. Und ich versuche, Antworten mal auf die Frage zu geben, mein Kind hat komische Freunde. Soll ich ihm einfach den Umgang mit diesen Freunden verbieten? Die Fragen werden natürlich immer gestellt. Für Eltern ist das manchmal ganz seltsam, mit welchen Leuten sich die eigenen Kinder umgeben. Man rümpft die Nase, guckt, die kommen doch aus ganz anderen Kreisen und wird mein Kind dadurch nicht irgendwie versaut und so weiter. Man muss grundsätzlich sagen, Verbote oder etwas zu verbieten, schafft immer Interesse und Neugier. Also, wenn ich etwas verbiete, ist die Gefahr, dass das Kind umso mehr Interesse an diesen Freunden zeigt, viel, viel stärker. Ich müsste also schauen, was ist bei meinem Kind los, was ist an diesen anderen Kindern dran, dass mein Kind sich überhaupt dafür so stark interessiert, was macht da neugierig. Und es muss natürlich auch wichtig sein für mich an Eltern, dass ich ein Vertrauen habe, dass mein Kind genügend Selbstvertrauen hat, um bei wirklich falschen Freunden auch klar zu sagen, nein, das ist ja verkehrt, ich distanziere mich. Prinzipiell heißt es, if you can't beat them, join them. Wenn ich den Umgang jetzt nicht irgendwie einschränken, verbieten oder sonst was kann, setz dich mit den Freunden auseinander, versuch mal Kontakt aufzunehmen, lad sie mal irgendwie ein, geh mal mit, versuch mal in ein Gespräch hineinzukommen, um dann zu sehen, sind die wirklich schlimm oder sehen die nur so aus. Also wichtig ist, wenn ein Verbot ausgesprochen werden sollte, dahinter muss eine Erklärung folgen. Dass ich mich erkläre, warum ich etwas nicht gut finde, warum ich auch diese Freunde nicht gut finde und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel erfahre, dass mein Kind irgendwie unbedarft in bestimmte Entwicklungen hineinkommt, wo ich als Erwachsener sage, die sind nicht gut, dann das Gespräch suchen mit meinem Kind, auch wenn ich weiß, dass das manchmal schwierig ist. Da wird getrotzt und Widerstand gezeigt, die Kinder wollen sich nichts sagen lassen und denken, sie wissen alles. Dann wäre es aber auch wichtig, nochmal zu hören, in unserer Grundbeziehung müssen wir daran arbeiten, dass wir mal einander vertrauen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir auch mal aufeinander hören, dass wir mal wieder vernünftig miteinander reden können, ohne direkt in so eine Trotzhaltung zu kommen. Und darüber werden Verbote meines Erachtens eigentlich überflüssig, sondern man kann Einsicht erzielen und beide kommen schon auf den richtigen Weg wieder. Ja, ich hoffe, ich habe euch Mut gemacht, dass ihr euch auch in dieser Frage jetzt nicht von nur Angst und Befürchtungen leiten lässt, sondern offensiv in die Klärung hineingeht. Ich wünsche euch einen guten Tag und bis bald.